Willkommen zurück, Gringos, bei einer neuen Folge von Red Dead Redemption. Wir wollten ja als letztes ein paar böse Buben hinter schwedische Gardinen befördern. Und ich denke, wir starten damit auch gleich, sodass wir keine Zeit verlieren. Also, gehen wir gleich mal da vorne in Deckung mit R1. So, schönes Deckungssystem. Und jetzt habt mich auch schon getroffen. Nein, das ist der Marsch. Ja, wie zieht man schon wieder? Ich glaube, das war mit L2, kann das sein? Ja, perfekt. Okay, zeig dich. Hier. Okay, wir haben ihn getroffen. Waffe nachladen. So. Und jetzt geh hinter der Kiste in Deckung. Jetzt gehen wir da nach vorne. Schnell, schnell, schnell. Schneller, Junge, schneller. R1, oder? Ja, genau. Schalt den Gesetzlosen hinter dem Felsen aus. Los, hier. Oh. Jetzt hat es uns aber auch schön getroffen. Okay, ich muss das ein bisschen timen. Jetzt aber. Okay, nachladen. So. Um aus einer Nebendeckung zu springen, bewege L in Richtung der Deckung, drücke dann R1. Okay, L in Richtung der Deckung und dann R1. So. Und jetzt rennen, rennen, rennen. Und R1. Ja, hat geklappt. So, nächster hier. Das war gut. Ja, ich bin schon dabei. Hinter dem Plumpsklo. Ja, den habe ich doch jetzt gleich erledigt. Um dich nach links oder rechts in verfügbare Deckung zu begeben, wenn du dich am Rande deiner augenblicklichen Deckung befindest, bewege L in Richtung der Deckung und drücke dann R1. Ups, das wollte ich jetzt nicht. So, hier, so, das wollte ich, so. Und jetzt müssen wir aber da nach vorne, also los, 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 hier, Deckung. Nach vorne ziehen und los. Schneller, schneller. Deckung. Okay, erledigen wir den Rest. Da. Das war schon mal einer. Wo sind die anderen? Hier. Hier hinten. Okay. Kuckuck. Hier ist das Vögelchen. Nochmal? Nein. Der hat genug. Auf Walton ist dein Kopfgeld ausgesetzt. Fängst du ihn lebend, verdienst du Geld, legst du ihn um, verlierst du an Ehre. Fasse Walton lebendig. Ja, wie mache ich denn das? Habe ich ihn lassen? Ja, aber wie? Ja, soll ich den Typen jetzt einfach verfolgen hier so? Oh! Einfach hinten nach rennen? Ja, ich bin schon dabei. Ich weiß ja gar nicht, was ich tun muss. Doch, weiß schon, was ich tun muss. Aber nicht wie. Wo ist er? Da. Kann ich den jetzt verkloppen? Ja, genau, hier. Aua! Mist, au! Schlecht. Habe ich nicht ein Lasso oder so? Oder hier, Faust. Faust, nimm mir die Faust. Wie kann ich da schlagen? Au? R-L? Ah, okay, schießt hier meine Kugel ins Bein. Dann nehmen wir den Revolver. Jetzt anzielen und hier. Ich glaube, das war das Bein. Ja. Und jetzt? Oh, scheint, als hätten wir ihn. Hat geklappt. Mr. Marson. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marson. See you. Und schon ist der Typ wieder weg. Und wir sind hier ganz alleine. Geld 0 plus $20. Jetzt sind wir stinkreich. Hauen wir auf den Putz. Ruhm plus 75. Ehre plus 200. Ja, wenn das nicht geil ist. So. Marshall oder Bonnie, ich glaube, wir kehren einfach nochmal zu Marshall zurück. Der hat ein wenig die spannenden Aufträge. Ja, welches Pferd nehmen wir? Ich glaube, unseres.
steifen hier doch einfach mal. So. Ja, wo ist unser Pferd? Welches ist unser Pferd? Bist du unser Pferd? Ich glaube schon. Ja. Der Marschall hat dich weit von jeder Zivilisation zurückgelassen. Du kannst schnell zurück in den Ort gelangen, indem du das Schnellreise-Feature im Camp benutzt. Öffne Select, habe ich noch irgendwie gelesen. Nach Geld die Gegner durchsuchen oder nach Munition. Das wäre eigentlich keine schlechte Idee. Gucken wir doch gleich mal. Ich glaube, hier ist... Das ist ein Typ. Leiche plündern. So, was haben wir? $5. Ja, doch. Das ist gar nicht mal schlecht. Ich glaube, dann machen wir das gleich mal. Das war einer. Ich glaube, hinter dem Plumpsklo war einer. Du, ich sollte auch mal aufs Plumpsklo. Kann ich das? Warte mal. Nee, ich kann nicht scheißen. Das ist doch das Plumpsklo. Ja. Hier fliegen auch Mücken rum. Das kann nur das Plumpsklo sein. Da kommt ein Reiter. Und hier rauben wir eine Leiche aus. Haben wir noch ein paar... Ja, hallo Pferdchen. Ein Pferdchen. Wir haben schon $29. Ist... Nein, das ist nichts. Das ist... Ah, hier ist noch ein Typ. Das muss jetzt einfach sein. So. Ich glaube, das waren so etwa alle. Ja, reicht vorläufig. Dann nehme ich jetzt mal das Schnellreisesystem. Irgendwie. Set einfach das Camp. Ein Camp aufbauen. Aber hier nicht irgendwie. Ah, oder muss ich zuerst aufs Pferd? So. Und jetzt? Nein. Oder habe ich falsch gelesen? Kann ja auch sein. Oder muss ich Start drücken? Karte. Karte. Ja, gucken wir uns mal die Karte an. Genau. Was haben wir hier? Wie groß ist die so? Rauszoomen. Ja, mein Gott, ja, da wartet ja noch viel auf uns. Okay, hier müssen wir hin, Marshall Johnson. Jetzt habe ich irgendwie Wegpunkt gemacht, okay. Und sonst, ja, keine Ahnung, reiten wir halt jetzt dahin mal, oder kann ich jetzt hier irgendwie, nein. Ja, ich weiß auch nicht. Ich muss das nochmal nachlesen. Ich reite jetzt einfach mal zurück. Funktioniert ja auch. Ziemlich gut. Ja, einfach mal einen Kaktus ausweichen. Ja, hier dem Reiter auch. Keine Karambolage verursachen. Sonst landen auch wir ganz schnell im Kittchen. Und das wollen wir ja nicht. Nein, das wollen wir eindeutig nicht. Und hier haben wir ein paar... Kann ich eigentlich die Vögel... Ja, cool! Oh, harte Landung. Das kann ich doch sicher jetzt irgendwie auch ausnehmen oder so. Probieren wir es aus. Ja, Feder nehmen, cool. Armes Vieh. Bringt uns das was? Können wir uns jetzt... Indianerkopfschmuck oder so basteln. Ja. Finden wir sicher noch irgendwo heraus. Und durch das Häuten von dir hast du verschiedene Rohmaterialien, das weiß ich schon. Ah, die du in Läden verkaufen kannst. Okay. Ja, ist doch gut. Five Finger Pilot spielen. Ja, das klingt gefährlich. Ich weiß gar nicht, ob ich das spielen will. Wo geht's schon wieder durch? Ach ja, hier. Scheint ja richtig zu sein. Poker kann an mehreren Orten gespielt werden. Ja, cool. Ja, das werden wir sicher auch noch machen. Eine Partie Poker spielen. Da freue ich mich schon drauf. Und jetzt sind wir beim Marsch und ich glaube, ja, komm doch, gehen wir mal zum Marsch. Gerechtigkeit im Pigs Basin. Basin. Irgendwie sowas. Hello. Hello, it's Armadillo 731. What is it with these things? Hello, it's a new line. Hello, hello. Ja, hallo. Sounds fun. What's happening?
I have no idea. Yeah, if it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly, the world is full of theys. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall! Marshall! Oh, scheint Probleme Marshall. Zu geben. Ja, was ist los? I've just been up in the canyon, spying like you said. Ja. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. I'm by Mexicans. Well, it was a group of four men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. Okay, dann erledigen wir das mal. Will you help me? I will try. It'd be my pleasure. Ja, machen wir doch gleich mal so eine Runde. Und stecken ein paar Viehdiebe ins Kittchen. Steige auf dein Pferd. Ja, wir hatten ein braunes Pferd. Dann wird das hier unser sein. Ja, der Mann bestätigt es uns. Und hoch mit dir, mein Junge. Begleite Marshall Johnson nach Pigs Basin. Ja, leider wird das heute nicht mehr passieren. Das werden wir alles erst morgen erleben mit den ganzen Viehdieben. Aber darauf könnt ihr euch ja schon mal freuen. Noch als kleine Info. Ich bitte euch immer, die Videobeschreibung zu lesen. Ich packe da manchmal ein paar Infos zu mir rein oder wegen dem Video oder wie ihr mich einfach ein wenig unterstützen könntet. Ich bitte um eure Ratschläge. Also es wäre toll, wenn ihr hier da mal reingucken würdet. Und wir sehen uns in dem Fall morgen wieder. Oder besser gesagt, wir hören uns morgen wieder. Ich verlasse mich darauf. Bis dann.